Apropos richtige Steelbooks zu meinen Black. Ja, zum ersten und zum zweiten Teil hat Sony Pictures nur einfach irgendwelche billigen Re-Release-Steelbooks veröffentlicht hat, die ich mir ganz gerne wegblitzdingsen würde aus meiner Erinnerung, genauso wie offensichtlich meine Fähigkeit, einen grammatikalisch korrekten deutschen Satz zu sprechen. Aber als dann der dritte Teil in die Kinos kam, war natürlich das Blu-ray-Format und das Blu-ray-Steelbook schon wesentlich bekannter. Und deswegen hat Sony hier auch etwas anderes machen können. Und man kann definitiv sagen über dieses Steelbook, was man will. Es ist wieder mal eines von diesen Blu-ray-Steelbooks, die definitiv nicht 0815 sind. Und deswegen schauen wir da gleich einmal rein. Wir bekommen natürlich ein Backcover-Blatt mit den ganzen technischen Details, Informationen und so weiter rund um den Film und rund um diesen Release. Das ist natürlich absolut klar. Dieses Ding wurde oben und unten mit zwei runden Klebepunkten an dem Steelbook angebracht. Die lassen sich aber auch bei meinem Steelbook immer noch ganz leicht entfernen, sodass wir uns das eigentliche Steelbook-Artwork anschauen können. Und das ist jetzt für mich ehrlich gesagt etwas als Steelbook- und als Artwork-Kritiker, wo ich es so schwer habe wie sonst nie. Weil, ob einem dieses Artwork jetzt gefällt oder nicht, das ist einfach absolute Geschmackssache. Mehr kann ich da gar nicht sagen. Gemacht ist das Ding auf jeden Fall geil. Wir haben eigentlich ein Artwork, das nur aus zwei Farben besteht. Hinten ist es Silber und vorne ist es Schwarz. Und mit diesen schwarzen Man in Black Schriftzügen hat man eben auf dem Frontcover das Konterfei von Will Smith gemacht, dessen Lippen hier allerdings aussehen ein bisschen wie von einer Aufblaspuppe. Und auf dem Backcover von Tommy Lee Jones, was wirklich, wirklich interessant ist. Ich kann an der Stelle wirklich nicht sagen, dass ich das hässlich finde. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass damals, als ich dieses Artwork zum allerersten Mal gesehen habe, ich mir schon gedacht habe, what? Aber in Wirklichkeit ist es ein gewagtes Artwork und sowas schätze ich. Dann haben wir im Inneren einerseits in rosa, der Farbe der Liebe, die Blu-ray und dahinter dann mit einem Tresor die Blu-ray 3D. Apropos Tresor, wir landen hier bei der Startszene des Films, wo mehr oder weniger der Bösewicht aus dem Gefängnis ausbricht. Das ist aber relativ schick gemacht, teilweise ein bisschen mit komischen Farbveränderungen bei sich verändernden Lichtverhältnissen, aber auch vor allem auf der rechten Seite bei der Wand, die eben aus Metall ist, beziehungsweise auch bei einigen Trümmern auf der linken Seite mit ganz netten Metallic-Effekten sieht, finde ich, als durchgehendes Innenartwork von diesem Steelbook einfach ziemlich genial aus, sodass ich wirklich, unabhängig davon, dass ich mir sogar selber schwer tue, zu sagen, ob mir dieses Steelbook-Artwork jetzt gefällt oder nicht, ich Sony bzw. dem Designer einfach dafür gratulieren möchte, ein wirklich individuelles, einzigartiges und alleine schon deswegen geniales Steelbook zu schaffen.